So. An der Stelle war ich so lange dran. Ja, es hat. Ich sag mal so, moin. Es gibt auch Stellen in Spielen, wo ich auch ewig rumgehangen habe, ne? Ohne Scheiße. Also kann ich da ein Lied von singen. Ewig nicht weitergekommen, dann war das so simpel, dir weiterzukommen an dem Levelabschnitt. Also da ist schon. Ja, ich bin jetzt hier kein Allwissender. Die Waffe klackert schon. Der nervt mich ganz schön hier. Ich kann mal Leo den Knallstock zeigen. Das ist der Knallstock, by the way. Ach, das ist so ein dicker. Ja, Mensch. Damit habe ich jetzt ja nicht gerechnet. Können wir darüber reden? Muss mal kurz überlegen. Ich hasse den, ne? Weil der auch immer so... Geh mal zur Seite, Bro. Ich brauche ein bisschen Platz. Er hat auch immer einen Keulenschwinger. Da wird mir immer ganz anders, ne? Immer belastet, weil er immer so 360-Grad-Ding macht. Und wenn er dann, wenn du hier stehst und er schwingt mit der Keule von oben nach unten auf den Boden, dann fliegst du trotzdem durch die Gegend. Ja, ich stand 10 Meter weg. Na, ist egal, ich hau dir trotzdem einen aufs Maul. Dummerweise kriegst du die Vögel auch immer nur im Nahkampf richtig schnell down. Das andere dauert immer ewig. Da sich nicht wundern, wenn den dann immer in dem Game trolle. Ich bestrafe schon vor. The fuck. Und den hatte ich vorhin mit Feuer. Das heißt, wenn ich an ihn rangelatscht bin, hat er mich immer angezündet, der Vogel. Das war auch immer sehr geil. War echt belastend. Was denn nur noch? Wie denn noch von euch? Da muss ich ja nochmal Wurfmesser nachcraften, wa? Da werde ich gleich mal machen, bevor ich dann wieder ohne dastehe. 132 Schaden, 128. Der Hammer ist eigentlich gar nicht so geil, ne? Ich sollte einfach mal... Ich muss mir mal angewöhnen, immer die qualitativen Scheißdinger zu spielen. Die richtig Bums haben. So. Kann ich auch wieder nur... Das Problem ist, da habe ich wieder nur zwei Sachen, die ich ranknatschen kann. Oh, was haben wir denn hier? 4, oh. Ich habe nämlich so ein extra für den Schaft eine Mod, dass ich Haltbarkeit dazu bekomme, ne? Und das kann ich in den meisten Fällen gar nicht machen. So, ich wollte ja Messer craften. Man sieht ja auch, ne? Also ich habe hier die Wurfmesser nicht weiter gepimpt. Das ist alles Level 1. Warum sind denn Waffen so hoch? Meine sind um die 50. Naja, weil du wahrscheinlich die Main-Quests hauptsächlich spielst und ich halt noch die Side-Quests gespielt habe. Ich habe halt ziemlich viele Missionen nebenher gespielt, ne? Also so, die nicht Haupt-Content relevant sind. Und dadurch levelst du halt viel mehr. Ich bin halt zwei Level drüber, ne? Also ich glaube, das ist... Was ist das hier? Ein Level, ist ja eine Level 4 Quest und ich bin Level 6.
Das ist schon wieder so ein dicker Stolperer, ne? Das ist der Hauptgrund einfach. Mehr ist es nicht. Dauert dann natürlich auch umso länger, bis du die Spiele durch hast. So ein Exploder wieder? Ja klar, komme ich da durch mit dem Wurfmesser? Ja, wer hätte das gedacht? Mach hier die Tür auf, dann stolpert er mir genau ins Gesicht, ne? Oder explodiert einfach hinter der Tür. Das war ja dumm, Bro. Da hättest du noch ein bisschen warten können. Naja. Schade für dich, gut für mich. Also deine Waffen passen sich ja deinem Level an, ne? Deswegen hast du halt dann Level 50er Waffen und ich habe schon Level irgendwas. Oh, die neue Zeitung. Zeitungsartikel 9. Juni 22. Vereinigte Staaten der Anarchie. Großflächiges Chaos und Plünderungen in den USA nach dem Zusammenbruch der Stromversorgung und der Regierung. Der Zusammenbruch der Stromversorgung in den USA tauchte das Land unlängst von Küste zu Küste in Dunkelheit. Bald darauf rollte eine Welle aus Plünderern und Randalieren über die meisten großen und kleinen Städte der Nation hinweg. Örtliche Polizeikräfte, die bereits an ihrer Belastungsgrenze operierten, wurden überwältigt und es gelang ihnen nicht, den Aufruhr zu besänftigen und die Gewalt einzudämmen. Nachdem das Militär mithilfe des Kriegsrechts die gewählte Regierung der gewählten Regierung die Macht entrissen hat, sind der Präsident und weitere Regierungsvertreter untergetaucht. Amerika ist gefallen. Treue Leserinnen, aufgrund der Versorgungsengpässe müssen wir ab heute, dem 9. Juni 2022, die Druckqualität dieser Zeitung verringern und können sie nur noch an einigen Tagen pro Woche herausbringen. Trotz aller Widrigkeiten sind wir weiterhin entschlossen, sie mit den aktuellen und wichtigsten Nachrichten zu versorgen. Und dies werden wir so lange tun, wie es uns möglich ist. Ihre Redaktion. Ja, ne? Das ist, da warte ich auch noch drauf. Was passiert, wenn in Deutschland auch mal der Strom ausfällt? Da wird es dann einige geben, die ein bisschen durchdrehen. So, wenn wir einfach da hochgehen, wa? Was haben wir hier Schönes? Ah. Gut, dass ich gerade 20 Wurfmesser gecraftet habe. Was ist das? Warum stehen die hier? Erreichen Sie die Spitze des Turms. Jetzt halt die Frage, wer tut? Dann sind auch nochmal Lampen. Ich glaube, dann geht's weiter, weil das ist noch was zu looten, was ich noch nicht gelootet habe. Was ist? Aber wer hat denn hier die Lampen aufgebaut? Halten Sie durch, Aiden. Ich hänge, ich springe, ich klettere. Alles, was nötig ist. Es lohnt sich, Aiden. Kommunikation ist alles. So. Wäre schon wieder fast passiert. Dann nehme ich schon wieder diesen scheiß Anker nicht ausgerüstet. Kann ich hier hochlaufen? Das sieht mir irgendwie nicht so aus, als würde das funktionieren. Wenn ich mich jetzt irre, rutsche ich einfach runter. Achso, na gut. Doch einfacher, als ich gedacht habe. So, hoppala. Du musst ja aufpassen, dass du dich jetzt nicht selber spoilerst, ne? Dr. Spray. Oh, warte mal, bevor wir das hier machen. Ich hier rüber. Wenn ich jetzt irgendwie weiterkomme als bei dir, muss dann schneller. Nein, leider nicht. Du beschissen. Das habe ich auch versucht. Wenn hier irgendwas passiert, bist du schuld. Ja, ich bin, glaube ich, schuld. Es ist alles deine Schuld. Dann geh doch auf deine Selbstmordmission. Aber halt sie da raus. Ich habe sie nicht darum gebeten. Ich funk sie an und red ihr das aus. Vergiss es. Sie hat ihr Funkgerät ausgeschaltet. Ich habe wohl ein bisschen zu viel geredet und... Scheiße.
Zum Glück habe ich Matt gewarnt und die PKs lassen sie nicht rein. Hör zu, ich bin eh schon fast ganz oben. Selbst wenn sie es schafft, ist alles schon erledigt. Du bist wo? Ganz oben auf dem Gebäude? Oh, da hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Aber heilige Scheiße, du schaffst es. Ui, ein bisschen rumschwingeln. Oh. Es ist nicht so das, was ich wollte, glaube ich. Warte mal. Ja, das war jetzt auch zu einfach, ne? Also hier einfach reinlaufen, das war es. Hauptsache, der Trinker beschimpft mich die ganze Zeit. Was ist denn mit ihm? Bin schon ein bisschen weiter. Ah, okay. Home is before disaster, ja. Wird gleich nochmal richtig, richtig toll werden, glaube ich. Muss doch schon einer rumturteln. Als ob hier die ganze Zeit Rechner und UV-Lichter stehen und leuchten. Wer hat die denn aufgebaut, wenn hier noch keiner war? Ich habe halt relativ wenig. Fuck. Relativ wenig Ausdauer, ne? Das ist immer schon eine ganz schön knappe Kiste, was hier passiert. Was für ein Ziel hatte deine Mission? Radio Neue Hoffnung. Stell dir vor: Nachrichten von Frieden und Einheit. Ich war in der Jugend ein hoffnungsloser Romantiker. Was soll ich sagen? Stell dir mal vor, ihr würdet hier oben. Oh, mir wird schon. Im Spiel wird mir schon ein bisschen komisch, ne? Wenn ihr hier oben rumtuttelt. Ihr würdet euch hier irgendwie von Dach zu Dach schwingen. Hast du einen Gleiter? Ja, genau. So funktioniert das. Oh, jetzt schön um die Ecke schwingen. Auch geil. Oh. Ja, zu spät gedrückt, ne? Der Klassiker. Ja, mal gut, dass ich die Dinger hier ausgerollt habe. Da brauche ich ja jetzt auch nur. Nochmal alles von vorne machen. Traumhaft. So schnell geschafft als ich. Ich bin auf jeden Fall erstmal abgestürzt, so, ne? Da muss man auch dazu sagen. Aber ich habe halt vielleicht auch einen kleinen Level-Vorteil. Weil ich ja ein bisschen mehr Ausdauer etc. habe, dadurch, dass ich schon zwei Level höher bin. Ja, ich gerade mal out of range geschossen, ne? Ich wollte den schon gleich da ganz vorne rein versenken. Zauber. Ich merke schon, wie sich mein unterer Rücken verspannt. War das? Ich wollte hier einfach nur hoch. Oh, was ist denn das hier für eine lustige Nummer jetzt?
Schon abgleiten hier oder was? Soll ich denn sowas machen? Achso, da kann ich nicht einfach hoch, ne? Ah ja. Wer baut denn sowas auch? Ganz ehrlich. Warum macht man sowas? Nach Plan gelaufen. Hey, egal was die anderen sagen, ich liebe dich. Guten Plan, einen stichfesten Plan. Wir könnten den Transmitter wirklich aktivieren. Ja? Level 4 Bogen. Ja, die werden ja immer weniger vom Schaden. Das ist ja ein Traum. Wie? Früher hat die Armee diesen Turm kontrolliert. Ich habe einen Transmitter hier, der das Signal abgreifen und die Sendung übernehmen kann. Also müssen wir nur noch die Sektorantenne aktivieren. Einmal bin ich hier ganz groß, ne? Level Design wirkt gerade etwas sehr unnötig kompliziert. Ja, vor allen Dingen musst du mal überlegen, irgendjemand muss die Scheiße mal gebaut haben, ne? Warum macht man sowas? Und wer streicht hier Sachen gelb an, damit du weißt, ah, da kann man hochklettern? Ah, das fand ich im ersten Teil schon immer lustig. Ich will mich jetzt erstmal kurz voll heilen. 9 von den Kleinen, alles klar. Jetzt will ich nicht. So, das ist immer so das, was ich ein bisschen strange finde. Und dann geht's hier augenscheinlich nicht weiter. Jetzt muss ich hier nämlich irgendwie klettern. Warte mal. Ich bin beim Transmitter. Was jetzt? Und das war's. Das ist kein Schalter. Es hat funktioniert. Perfekt. Nun hör zu. Ich habe nachgedacht. Radio Neue Hoffnung ist immer noch eine Möglichkeit. Aber es ist deine Entscheidung. Juan kriegt, was er will und gibt mir, was ich will. Die Möglichkeit, Mia zu finden. Die Wahrheit über sie zu erfahren. Manchmal sind unsere Entscheidungen größer als wir selbst. Manchmal ist das, was wir tun, von Bedeutung. Ich werde nicht versuchen, dich zu überreden. Du hast den Transmitter zum Laufen gebracht. Es ist deine Entscheidung. Kontrolle über den Turm an Juan übergeben. Wer war nochmal Juan? Der Einfältige, ne? Frank, welche Musik hast du früher immer gehört? Was? Ich frage mich, welche Musik du auf deinem Radiosender abspielen würdest. Sag mir nicht, dass du die ganze Zeit nur Vorträge halten würdest. Falls doch, ändere ich meine Meinung. Du Hurensohn, ich fass es nicht. Danke Ihnen. Ich danke dir so, so sehr. Du hast keine Ahnung. Egal was für Musik, alles was du willst. Hey, da stimmt was nicht. Wir können das Signal vom Transmitter nicht orten. Die Menschen brauchen diese Antenne mehr als sie. Was? Aiden? Was haben sie gemacht? Erfahren sie bald. Und hoffen wir, dass Frank es noch drauf hat. Frank? Sie haben diesem Saufkopf die Kontrolle über die Antenne gegeben? Ich kann's nicht glauben. Ich hole sie zurück. Das garantiere ich. Na, dann viel Glück beim Klettern. Aiden! Und ich dachte, wir wären...
werden Freunde. Tut mir leid, Jack. Ich habe mich entschieden. Hallihallo, Velidor. Frank ist wieder da und ich habe wieder aufregende Nachrichten für euch. Es werden Decken, Lebensmittel und Trinkwasser in der Kantine gesammelt. Alle Bedürftigen können sich bei Nikolas melden. Bleibt dran und ich bin bald zurück mit einer weiteren Botschaft der Hoffnung. Und nun heitere Musik. Wofür hast du dich entschieden, Dr. Spray? Ach, guck mal an. Freut mich auch, dich wieder zu sehen. Mach das nicht nochmal. Hey, woher kam das denn? Du schuldest mir was. Aus der linken Schulter kam das. Ich latsche mir verdammt nochmal die Sohlen ab, um zu dir zu kommen. Sorry? Sorry? Ich dachte, ich kann deine Gedärme vom scheiß Gehweg kratzen und du sagst sorry? Luan, ich glaub's nicht. Du hast dir wirklich Sorgen gemacht. Sei still! Wie gesagt, du schuldest mir was. Schubst zurück. Meine Turnschuhe sind im Arsch. Ich latsche praktisch schon auf Beton. Wir müssen mir neue besorgen. So schlimm sehen sie nicht aus. Bist du sicher, dass wir nichts Wichtigeres zu tun haben? Wenn es mir darum ginge, wie sie aussehen, hätte ich sie vor Jahren in den Müll geworfen. Ich habe eine gefährlichere Route gewagt, um schneller bei dir blöd im Arsch zu sein. Aber der Wind hat mich in ein zerfetztes Banner geweht. Die Stacheln waren schlimmer, als sie aussahen. Das war mein letztes intaktes Paar Schuhe, Aiden. Meine treuen Begleiter in dieser dreckigen, rachsüchtigen Welt. Ohne sie bin ich am Arsch. Also gehen wir. Was? Neue Turnschuhe kaufen? Jetzt? Ist das ein Witz? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Luan, bist du, shit. Toll, wenn jetzt noch irgendwelche Kisten noch wären, hätte ich die gerne gelootet. Luan, es ist kein Zeichen, Schwäche zuzugeben, dass man besorgt war. Kannst du mir wenigstens sagen, wohin wir gehen? Vor allem, wo hier gerade so viele Schulläden geöffnet haben. Ich kenne einen. Vielleicht sind meine alten Sachen noch dort. Ich dachte, alle deine Sachen sind im Fischauge. Aber da gehen wir wohl nicht hin. Sei endlich still und komm mit. Hier ist ein Lager. Ich würde das gerne looten. Danke. Ich komme dann später nach. Ich bezweifle ja auch, dass Bienen so weit oben irgendwelche Nester bauen. Aber da bin ich schon. Respekt für den, der hier oben sein scheiß Lager aufgeschlagen hat. Bestimmt immer easy hier lang zu kommen. So. Also hier zumindest braucht man sich hier oben vor Zombies keine Gedanken machen. Wie ein Tag auf der Diner stopft sich erstmal die Taschen voll. Natürlich. Das muss. So, Schuhe kaufen. Geil. Das ist ja auch sowas, was ich gerne machen würde. In der Apokalypse. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier müssen wir Buchclub noch abschließen. Oh, geil. Neue Quests. Warum ist das hier so ausgedünnt auf einmal? Hier ist doch gerade... Ach, hier haben wir noch Behälter. Hemmstoffbehälter. Da noch ein Hemmstoffbehälter. Da könnte man jetzt nochmal rüberfliegen. Da oben ist auch ein verschissener Hemmstoffbehälter. Warum ist denn die direkt mit mir da runtergesprungen? Ach, du ahnst es doch nicht. Ich komme da nicht hin. Ich kann da nicht schnell reißen, ne? Wie soll ich denn da wieder hochkommen ohne weiteres? Toll. Oh, es ist Tennis. Wo soll der jetzt sein? Warte mal, im Kirn hier.
die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob man... Da sind ja so eine komischen Winde, ob man jetzt von da wieder hochkommt. Also rüberfliegen kann ich auf keinen Fall, das schaffe ich nicht. So, in die Richtung. Da hinten auf dem wahrscheinlich, ne? Also, freut sich Frank, dass ich ihm den Turm zurückgegeben habe? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Hoffe, es hat sich gelohnt. Weil du deine Chance vertan hast, mehr zu finden? Genau. Keine Sorge. Wir finden eine Lösung. Aber erst muss ich mir meine Schuhe zurückholen. Zurückholen? Wurden die geklaut? LeWarn, wenn du wusstest, wo deine Sachen sind, warum hast du sie dann bisher nicht geholt? So eine Kiste ist auch wichtig, da könnte ich mir jetzt irgendwie klasse Updates kaufen, weil es ja so eine Militärluftlieferung ist. Zack. So. War noch irgendwas in der Nähe, was man anfliegen könnte? Hier, diese Außenposten mache ich auch nicht mehr, das ist mir alles zu stressig. Seid auch kein Content, das ist nur Content-Streckung so unter dem Motto. Braucht man halt nicht wirklich. Impfstoffbehälter würde ich jetzt auch nicht aktiv sammeln. Ich muss jetzt nochmal kurz gucken. Da haben wir noch eine Kurierquest. Da haben wir eine Kurierquest. War ziemlich weit weg. Ich werde das hier sinnvoll. Gucken, ob ich hier überhaupt langkomme wegen den Gezeitenwinden und so. Das sieht mir nämlich gerade irgendwie nicht so aus. Jetzt so Luftströmungen, wo man besser langfliegen kann. Ich kann leider auch nicht auf die Karte gucken. Impfstoffbehälter erkannt. Die Frage, wo der ist. Wahrscheinlich. Hoffentlich unter mir. Impfstoffbehälter in der Nähe. 12 Meter? Wirklich hier? 8 Meter, 7 Meter? Es ist doch dieses Dach, wo ich schon. Ist das nicht dieses Kurierdach? Ach nee, das verwechsel ich jetzt, das ist ja ein anderer. Ah. LeWarn, ich würde gern den Impfstoffbehälter schon mal holen, wenn wir schon mal hier sind, aber du wirst mich wieder irgendwo hin verleiten. Komm ich einfach nicht. Einfach so ran, ne? Siehst du die Öffnung? Wohnung 216. Du solltest dort eine große rote Kiste mit Goldrand finden. Da drin bewahre ich meine Schuhe auf. Kommst du nicht mit? Wegen dir sind meine Schuhe im Arsch, also geh mir neue holen. Geh rein, nimm die Schuhe, komm wieder. Und fass sonst nichts an. Kapiert? Hey. Hier stimmt doch was nicht, LeWarn. Was ist los? Hol sie einfach, okay? Du bist auf den scheiß Fernsehturm geklettert, aber in eine Wohnung willst du nicht rein? Kommt drauf an, was da drin ist. Okay, Feigling. Ich vermute mal, da stolpert ihr Ehemann noch rum, ihr Ehemaliger oder sowas. Und deswegen willst du da nicht rein. Klassiker halt, ne? Irgendwas aus der Vergangenheit auf jeden Fall.